Jetzt erzählen wir Ihnen die Geschichte eines Superhelden. Und er hat alles, was ein Held so braucht. Ein dunkles Geheimnis, mächtige Freunde und ungeahnte Kräfte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie jetzt in die falsche Richtung denken. Denn wir meinen ein Gemüse. Ja, und raten Sie mal, welches? So in meinem Essen brauche ich ihn jetzt nicht. Ich koche eigentlich selten, aber ich mag ihn sehr gerne. Als kleines Kind gehasst, aber ich habe gehört, dass es Krebs hat. Meine Mama macht ihn perfekt. Ist halt irgendwie selten im Gericht, finde ich, aber an sich ist es schon gut. Gemüsebrühe ein bisschen rein und verzehren. Die Rede ist von Brokkoli. Ein Brokkoli? Man erzählt viel über ihn, aber leider nicht nur Gutes. Deshalb wird es Zeit, für das verkannte Supergemüse eine Lanze zu brechen. Aus diesem kleinen Korn wird bald ein strammer, grüner Kopf. Und versprochen, in ihm steckt definitiv mehr. Mehr Geheimnisse und Superkräfte, als Sie ahnen. Seine Geschichte beginnt hier, in den Gewächshäusern von Gunnar Eisemann. Er ist Pflanzenzüchter in Rheinland-Pfalz und aktuell Vater von 2 Millionen kleinen Superhelden. Er ist gesund, er ist vitaminreich, er hat alles, was man braucht, um glücklich zu sein. Hier an dieser Maschine wird unser Brokkoli, sagen wir mal, hergestellt. Unglaubliche 60.000 Stück pro Stunde. Und zwar so. Die Maschine formt die Erde, stanzt ein Loch und lässt den Samen hineinplumpsen. Exakt ein Korn pro Würfel. Aber schauen Sie mal genau hin. Das Samenkorn ist blau. Was ist das? Mehr oder weniger so ein Schutzmantel, der den Embryo schützt, ne, dass er keine Kinderkrankheiten bekommt. Schon der Samen trägt also ein blaues Superschutzcape. Das wehrt Pilze und andere Krankheiten ab. Denn ab jetzt ist er auf sich allein gestellt. 30 Tage wohnt er bei Gunnar Eisemann im Gewächshaus. Lediglich bei Wasser und Luft. Das ist übrigens Brokkoli nach einer Woche. Das nach 2. Und wenn er ca. 10 cm groß ist, muss er seine Kinderstube verlassen. Zeit, sein erstes Geheimnis zu lüften. Wo kommt Brokkoli ursprünglich her? Was Brokkoli? Der wächst auf der Erde. Also hier wächst er aber sicherlich nicht. Ungarn? Ich würde auf Israel die Richtung tippen. Italien, Spanien, mediterranische Länder. Italien. Ja, seinen Namen hat er sich tatsächlich in Italien gesucht. Brokkoli, übersetzt Kohlsprosse. Aber das ist alles nur Tarnung. Denn seine Geschichte beginnt gar nicht dort, sondern in Kleinasien. Das ist seine ursprüngliche Heimat. Im Mittelalter soll er sich den Kreuzzügen angeschlossen haben und so nach Europa und zu seinem Namen gekommen sein. In Europa wird er hauptsächlich im Süden angebaut. Auch bei uns. Und hier kommt er ins Spiel, Jürgen Zapf, Gemüsebauer aus Rheinland-Pfalz. Er hat seine Eigenarten, besonders die Pflanzung muss in trockenem Boden sein. In Deutschland wird er deshalb ab März ausgepflanzt. Und nebenbei stört ihn auch noch wechselhaftes Wetter, zu viel Wind, Hitze und Kälte. Ja, ist eine Diva. Aber wenn's dem Brokkoli mal passt, dann ist das Auspflanzen recht unkompliziert. Arbeiter stopfen die Setzlinge in ein Rohr. Und das wiederum steckt den Brokkoli in den Boden. 2 Räder am Ende des Traktors schaufeln die aufgewühlte Erde wieder um die Pflanze. Fertig. So einfach, so gut. Aber eines fällt auf. Der Fahrer vorne macht nichts. Fährt der Traktor von Geisterhand? Da wird er auch alleine fahren. Der hat nur so einen Totschalter wie beim Zug auch, dass er alle 15 Minuten draufdrücken muss. Sonst stoppt der Traktor zur Sicherheit. Die Maschine wird mit GPS über das Feld gesteuert. So entstehen schöne, schnurgerade Brokkolibahnen. Aber dahinter steckt nicht die deutsche Gründlichkeit. Weil jede Pflanze hat dann genau ihren selben Standraum, bekommt genau seinen Dünger, was er braucht. Nicht eine mehr, die andere weniger. Für die Pflege fahren immer wieder Maschinen über das Feld zum Wässern, Düngen. Und eine aufgelockerte Erde hat er auch recht gern. Dabei sollen die Traktoren natürlich nichts kaputt machen. Circa 70 Tage braucht Brokkoli, bis er groß genug zum Ernten ist. Zu Weltruhm gelangte unser Superheld übrigens durch ein düsteres Bündnis in seiner Vergangenheit. Er schloss eine Allianz mit einer finsteren Regentin, Katharina de' Medici.
Für viele Morde soll sie verantwortlich gewesen sein, doch ihm war sie stets gewogen. Deshalb musste er auch mit, als sie von Italien nach Frankreich zog. Aber Broccoli reiste noch weiter. Unter dem Decknamen italienischer Spargel schaffte er es nach England. Und später half ihm eine zweite machtvolle Partnerschaft, die restliche Welt zu erobern. Mit Thomas Jefferson, Präsident der USA, Hauptverfasser der Unabhängigkeitserklärung und Broccoli-Protégé. Er nahm den Samen mit nach Amerika. Und seitdem hat Broccoli die Felder fest im Griff. So sieht's dann aus, wenn er reif für die Ernte ist. Broccoli wird üblicherweise mit einem Gewicht von 500 Gramm verkauft. Deswegen muss er auch von Hand geerntet werden. Wir fahren da 8 bis 10 Mal über den Acker und ernten bis auf dieser kleine Kopf, ja, groß genug geworden ist, um abgeschnitten zu werden. Die großen Köpfe dürfen mit, die kleinen bleiben stehen und werden später geerntet. Deshalb ist Augenmaß gefragt. Im Gänsemarsch geht's ab durchs Feld. Mit dabei Christoph Zapf, 12 Jahre alt und Brokkolibauer in Spee. Also hier sieht man, dass der Brokkoli eine richtige Größe hat, von der Form und von der Größe des Kopfes. Jetzt geht man nicht einfach hin und schneidet ihn ab und rupft dann alle Blätter ab. Jetzt geht man hin, drückt die runter, nimmt den Kopf ein bisschen rüber, schneidet und rupft dann die letzten einzelnen Blätter weg. Übrigens, wenn Sie ihn auf dem Feld vergessen, zeigt unser Held ein ganz anderes Gesicht. Was uns zur Frage bringt, was ist er eigentlich? Gemüse. Nein. Obst? Gemüse? Gemüse. Eine Blume, würde ich sagen. Das ist Blumen, oder? Schon Gemüse, weil Blumen kann man ja nicht essen. Wie für jeden guten Superhelden üblich, verschweigt auch er ein pikantes Detail in seiner Biografie. Eine geheime Identität, die kaum einer kennt. Und so sieht sie aus, wie eine gelbe Blume. Broccoli gehört zur Familie der Kreuzblütler. Und damit essen wir, botanisch gesehen, Blüten. Seine komplette Verwandlung sehen wir fast nie. Denn das Leben des grünen Kopfes endet, bevor er sich voll entwickeln kann. Aber mal ehrlich, wer will solche Blumen haben? Zurück auf dem Feld. Der Broccoli ist im Traktor angekommen und muss eine Gewichtskontrolle überstehen. Denn die 500-Gramm-Regel wird gleich noch wichtig werden. Damit er auch schön frisch bleibt, gibt's eine kurze Dusche. Und dann landet er hier, auf dem Pfalzmarkt. Von hier aus verschicken die Bauern der Region ihre Produkte nach ganz Deutschland. Unser Broccoli muss jetzt noch einen Tag lang gekühlt werden, bei einer Temperatur von 2 Grad. So bleibt er circa 3 Wochen frisch. Und jetzt kommt's. Vor seiner Weiterreise wird er nochmal gewogen. Denn die deutschen Supermärkte kaufen tatsächlich nur Broccoli, der 500 Gramm wiegt. Die Größe beeinflusst nicht den Geschmack. Und es ist auch kein EU-Gesetz. Nur eine ungeschriebene Regel, an die sich aber alle Bauern halten. Es ist komischerweise nur in Deutschland. Im restlichen Europa ist es üblich, dass die Köpfe zwischen 300 und 700 Gramm haben. Der Käufer sucht sich dann raus, will ich einen großen Kopf haben oder will ich einen kleinen Kopf haben. Alle Köpfe, die durch das Raster fallen, werden lose auf Wochenmärkten verkauft. Die anderen, 500 Gramm, werden eingeschweißt und kommen zu uns in den Supermarkt. Aber neben dem Kochtopf gibt es noch eine zweite Karriere. Und die haben wahrscheinlich nur echte Fans mitbekommen. Denn heimlich, still und leise hat sich Broccoli auch im Beauty-Regal breit gemacht. Seine Superkraft steckt im Öl der Samen. In der Cremetube polstert Broccoli damit kleine Falten auf. Und im Shampoo verleiht er dem Haar extra Glanz. Doch sein Haupteinsatzgebiet ist immer noch der Herd. Und wem selbst das Kochen zu anstrengend ist, hier eine gute Nachricht. Broccoli kann man auch roh essen. Sebastian Kopin ist veganer Koch und macht für uns jetzt Broccoli zum Trinken. Das wird ein grüner Smoothie, ein sommerlicher, fruchtiger, aber auch mit Gemüse, mit dem Superstar Broccoli. Und dafür schneiden wir so einige Dinge klein. Melone, Gurke, Apfel, Sellerie und Limette. Obendrauf kommt dann natürlich der Broccoli, Nüsse und Minze.
Wichtig, die Dinge mit dem größten Wasseranteil müssen unten in den Mixer. Weil dann saugt er das Ganze auch schneller an. Ja? Also nicht mit Brokkoli anfangen, in dem Fall passt die Melone super. Ein Schuss Öl hilft dem Körper dabei, die Nährstoffe besser aufzunehmen. Und davon hat Brokkoli einiges zu bieten. Er hat fast doppelt so viel Vitamin C wie eine Orange und ist definitiv ein Held in der Gemüsetheke. Denn er ist besonders reich an Mineralstoffen. Kalium, Calcium, Phosphor, Eisen, Zink, Magnesium und Natrium, das sind seine Superkräfte. Damit beeinflusst er positiv unseren Stoffwechsel, den Muskelaufbau und das Herz. Sein Senföl Sulforaphan soll sogar krebshemmend wirken. Und jetzt kommt's. Extrem kalorienarm ist er auch noch. Damit der Smoothie nicht zu dickflüssig wird, gibt Sebastian noch Orangensaft und Wasser dazu. Kurz mixen. Fertig ist er, der Trank mit Superkräften. Und hätten Sie es geahnt, dass Brokkoli ein solcher Kraftprotz ist?